Leute, da bin ich wieder. Was geht ab? Was geht ab? Die Antwort von Miami Gianni kam sehr schnell wieder zurück. Jetzt haben wir den 27.10. Und vor 15 Minuten haben die das Video hochgeladen. Auf dem Kanal wieder Exposing. Okay? Wie gesagt, ich habe den abonniert, sonst hätte ich das Video wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber. Keine Ahnung, Miami Gianni lädt die Videos ja nicht auf seinem Kanal hoch. Naja, wie dem auch sei, beziehungsweise das ist auch nochmal schnell rein. Und ich denke, das wird ein dickes Ding hier nochmal. So, ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer kleinen Reaktion auf Sucuk, Cengiz44 TV bei YouTube. Jeder kennt ihn. Jeder weiß, dass wir Streit haben, Beef haben sozusagen. Wodurch ist das Ganze entstanden? Durch seine abfälligen Bemerkungen damals im Ali Osman Interview. Er hat mich dort einen Peach genannt, einen Bastard. Und seitdem würde ich sagen, ist das Verhältnis zu ihm von meiner Seite deutlich unterkühlt, weil er versucht, sich da wirklich dicke zu tun und auf Welle zu machen und versucht, anderen Leuten irgendwo so nach dem Mund zu reden. Gerade seinen ganzen 1%er Kollegen und was weiß ich nicht was. Er hatte mit mir bei Instagram immer irgendwie Kontakt und deswegen habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, komm, das ist so ein bisschen Show, lass dem kleinen Scheißer seine Show, das ist. Aber Miami Gianni hat auf jeden Fall wieder gut aufgebaut, ne? Also sieht nicht verkehrt aus, sagen wir es mal so. Okay, das gehört mit dazu, das gehört mit zum Game. Er ist der Rocker, der 1%er, ich bin der V-Mann, der Freund der Behörden, wie auch immer. Und da gehört das einfach dazu. So, jetzt ist es soweit, dass wir uns im Dezember. Soll ich euch was sagen, Leute? Der eine oder andere hat ja jetzt schon das Video gesehen, was ich, die Reaction auf Cengiz da gemacht habe mit der Ansage. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Miami Gianni und Cengiz44, bis auf dass der eine dick ist und der andere gut gebaut? Miami Gianni kann sich besser verkaufen. Viel besser. Aber wenn man gute Menschenkenntnisse hat, weiß man, dass Miami Gianni ein guter Schauspieler ist, sagen wir es mal so. Klar, er hat viel Scheißdreck hinter sich, auf jeden Fall, das kann man nicht abstreiten. Das ist widerlegbar, belegbar auch alles. Das weiß jeder, der hat auf jeden Fall, der hat es auch auf jeden Fall Faustknüppel hinter den Ohren, ja. Aber, ja, wie soll ich sagen? Es ist halt, Miami Gianni hat ein anderes Auftreten wie Cengiz. Cengiz sitzt halt da in seiner Kommandozentrale, die ganzen Rollos unten und Miami Gianni ist halt so, der bewegt sich, der ist im Studio, der sitzt hier, die ist da, die ist das, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wie gesagt, er kann sich besser verkaufen im Internet, sagen wir es mal so. Ja, er redet ein bisschen intelligenter, würde ich jetzt mal sagen. Und was mich nur nervt, ist, dass es jetzt hier so ein Schlagabtausch im Internet ist und das wahrscheinlich wirklich nicht zu einem Kampf kommen wird, ne? Aber egal, wir gucken mal weiter. Ich will nicht zu viel reden. Eigentlich treffen, um uns einen Schlagabtausch zu gönnen. Und zwar wollte er mir damals eine Narbe in meinem hübschen Gesicht verpassen. Offensichtlich hat er ein Problem mit meinem Aussehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist Geschmackssache. Aber er findet mich wohl gut aussehend und meint wohl immer, er müsste mir irgendwie eine bleibende Narbe. Okay, 1-0 für Miami auf jeden Fall. Damit hat er den auf jeden Fall gut hops genommen gerade. Zufügen, was mich auch nicht stört. Ich habe genug Narben davon getragen. Und Das stimmt. Das stimmt. Also nicht, weil ich jetzt Miami kenne, aber es ist ja belegbar. Es ist im Internet zu sehen. Er hat seinen Narben gezeigt. Man weiß, woher es kommt. Es ist bekannt. ich habe jede Schlacht gewonnen. Im Gegensatz zu dir, nicht wahr? Wir erinnern uns unter anderem an deine Abrotzgeschichte in Duisburg-Rheinhausen, ne? Wo du geflüchtet bist. Aber nun gut, du machst ja nach wie vor den harten Mann. Können wir es dir, ist ja in Ordnung. So, jetzt zum aktuellen Sachverhalt. Das Problem ist bei der ganzen Sache, du wolltest dich ja mit mir absprechen, was den Fight im Dezember betrifft. So, warum gab es da von meiner Seite aus bis heute keine Absprache mit dir? Aus dem einfachen Grund,
für mich ist das kein Showkampf, sondern für mich ist das ein Kampf, um dich in die Schranken zu weisen. 2-0 für Miami. Klar, Genghis will daraus Geld schlagen und. Für Miami ist es scheinbar ein bisschen ernster. Der will den wirklich in die Fresse hauen. Der will den wirklich kaputt machen. Ich meine, gut, es ist ein gutes Recht, wenn er dann irgendwie aus dem Nichts als Pitch betitelt wird. Ja, dann ist es ein gutes Recht. Okay, wir gucken weiter. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Für mich ist das eine Begegnung, die ich ernst nehme. Nicht, weil du so ein heftiger Gegner bist, sondern weil du einfach nur ein Arschloch bist, der auf die Fresse braucht. Und mit Arschlöchern, die auf die Fresse von mir brauchen, mit denen werde ich keine Absprachen treffen. So einfach ist das. Außerdem, wer bist du, dass ein Miami Johnny, ein Jan Sander, mit dir Absprachen trifft? Du hast dich in der Vergangenheit an keine einzige Absprache gehalten. Das geht noch ein paar Minuten. Also wenn das weiter so läuft wie bisher, wird es auf jeden Fall eine krasse Ansage. Du bist ein Lügner, du bist in meinen Augen ein Hund, so wie man dich in der Milieusprache bezeichnen würde. Du bist ein völlig unseriöser, unloyaler, widerlicher, narzisstischer Drecksack, der auf Kosten von anderen Menschen sich bereichert und versucht, Werbung für sich zu machen. Du bist unverschämt, du bist ein widerlicher, ganz widerlicher Fettsack, muss man schon sagen, ohne dass ich was gegen Dicke habe, um Gottes Willen. Ich will hier keinen diskriminieren. Man muss ja aufpassen, wir sind ja hier auf einer öffentlichen Plattform. Aber Fakt ist, du bist eine Person, mit der ich nichts zu tun haben will und die mir auch in ganzer Weise das Wasser reichen kann. Deswegen will ich mit dir nichts zu tun haben. Deswegen werde ich mich mit dir lediglich noch treffen, um dir die Fresse zu polieren. Alter, ganz ehrlich, stark, starke Ansage. Sehr starke Ansage, also wirklich sehr, sehr starke Ansage. Also ich weiß nicht, wie der Genghis darauf noch antworten soll. Das Beste ist einfach, er fährt dahin, lässt sich in die Fresse hauen oder haut eben in die Fresse, wie auch immer. Und dann ist das Ding abgehakt, ja. Also, boah. Gut, ich muss Miami recht geben, auch gerade jetzt in der Situation. Ich muss ja irgendwo neutral an das Thema gehen. Krass. Und das, was ich heute erfahren habe, das schlägt eigentlich den Fass den Boden aus. Also, fassen wir zusammen. Du möchtest Absprachen mit mir, was den Kampf betrifft. Warum? Weil du Geld verdienen willst? Auf Kosten von Zuschauern, auf Kosten von den YouTubern, die sich für unsere Fehde interessieren und dabei sein wollen? Willst du das groß ausschlachten? Ja? Wer bist du denn? Bist du Brad Pitt, Fight Club oder wer bist du? Bist du jetzt Warner Brothers, Movie World oder was bist du? Du bist ein kleiner Hosenscheißer, der bei YouTube mal mit Ach und Krach ein paar tausend Abonnenten zusammengekriegt hat und seinen Rotz da verbreitet. Ansonsten bist du ein Arbeitsloser, vollgefressener Taugenichts. Mehr bist du. Alter, der nimmt den richtig auseinander gerade. Also nur mit Worten gerade hat er ihn schon gefickt auf jeden Fall. Bist du nicht. Ein Möchtegern-Rocker, der sich bei den Tattoo-Dauern in Deutschland bei Danilo einscheißt und den Köter spielt. Mehr bist du nicht. Und du willst ganze Hallen füllen, indem du gegen Miami Johnny boxst? Hältst du mich für einen Superstar oder was, dass wir ganze Hallen füllen? Ach, und noch was. Peter Arzen aus Holland ist eine Legende im MMA. Was haben wir beide bei Peter Arzen zu suchen? Wir beide kommen nicht aus dem MMA. Ich mache kein MMA, du auch nicht. Du hast in deinem ganzen Leben die Sport gemacht. Jetzt ist die Frage, wo ist da die Verbindung? Warum sollte ein Peter Arzen an jemanden wie mir und an jemanden wie dir interessiert sein? Ist er nicht. Es sei denn, du kleine türkische Fotze, hast vor, mich in eine Falle zu locken. Boah, okay, jetzt wird's interessant, Leute. Oh, jetzt wird's... Oh. Für alle, die Peter Arzen nicht kennen, hier ist er. Was für ein Club ist das? Satudara? Ach, fick dich doch, oder? Ach, fick dich doch. Und mit Ali Osman, Alter. Ali Osman ist auch hier drauf. Fick dich doch, ist das...
Oh, fuck. So, Sucuk. Hast dich mit Danilo, Satudara Deutschland, abgesprochen, mich nach Holland in ein Gym zu locken? Und dann? Was sollte dann damit mit mir passieren, ne, du Hund? Was denkst du, ich bin dumm? Hm? Denkst du das wirklich von mir? Weil jetzt lernst du mich langsam mal von einer ganz anderen Seite kennen. Du kleines türkisches Mädchen. Was ist los mit dir? Versuchst du erwachsene Männer für dumm zu verkaufen? Hm? Normalerweise müsstest du mich mit Abi ansprechen. Du kleiner Junge, du. Was ist los mit dir? Leute. Ich glaube, das wird noch interessant. Leider nicht, ja, vielleicht noch 2 Minuten, aber ich glaube, das wird in Zukunft noch interessant. Ich bin gespannt. Was ist los mit dir, Arschloch? Ha? Wen versuchst du hier zu täuschen? Wen versuchst du hier in eine Falle zu locken? Hm? Mit wem versuchst du hier zu spielen? Ich sage dir was, Sucuk. Du kommst am 11. Dezember nach Baden-Württemberg in den Schwarzwald, in das Studio vom deutschen Meister im MMA und zweifachen Europameister. Dir wird da nichts passieren. Bring mit, wen du hast. Bring mit, wen du bringen kannst. Bring alles mit, was du hast. Dir wird da nichts passieren. Du kriegst von mir auf die Fresse. Um 20 Uhr am 11. Dezember in diesem besagten MMA-Studio im Ring. Kommst du nicht, werde ich dich mir holen. Kommst du nicht, bin ich bei dir. Kommst du nicht, hast du keine Ruhe vor mir. Ich verspreche dir das, du Hund, du Köter, du Taugenichts, du falscher 50er. Weißt du was? Wegen Typen wie dir ist das Sprichwort erfunden worden, das Ding ist getürkt. Du falscher Köter, du. Das ist meine Ansage an dich. 11. Dezember um 20 Uhr im besagten MMA-Studio. Und du kriegst auf die Fresse. Ertrag es wie ein Mann, geh erhobenen Hauptes wie ein Mann. Danach will ich dich nie wieder sehen. Hast du mich verstanden? Nie wieder. Klare Ansage von mir. Du mieses Stück Dreck, du. Alle anderen, noch viel Spaß bei YouTube. Das war's von mir. Wie gesagt, ich bin kein Ficker und ich lasse mich auch nicht ficken. Ach und übrigens, Sucuk, noch das letzte Wort. Der Schongang beim Fight ist vorbei. Ich werde dich nicht nur von oben bearbeiten. Ich werde dich von oben bis unten bearbeiten. Und wenn du aus dem Ring kriechst oder getragen werden musst, ist es mir egal. Du wirst mich erleben. Von einer Seite, von der du mich niemals erleben wolltest. Glaub es mir. Euer Miami Johnny. Scheiße, alte Leute. Boah, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht die Ansage von Jengis sogar löschen soll, Alter. Sorry, Alter, ey. Also ganz ehrlich, der Punkt und 5 andere Punkte gerade gehen definitiv an Miami Johnny, auch wenn ich ihn gar nicht leiden kann, weil ich einfach nichts vom V-Man halte oder beziehungsweise auch nicht so, wie er sich in der Öffentlichkeit halt hinstellt, dass er ein V-Man ist und da dazu so offen steht. Ich meine, gut. Dazu hat auch nicht jeder die Eier, ja, das muss man ihn auch lassen, aber Alter, die Ansage, fuck, Alter, der hat den Hops genommen, komplett, der hat ihn gefickt. Was will denn dieser Fettsack jetzt noch sagen? Oh, sorry. Shit. Boah, shit, Alter. Okay, Leute, lasst hier Exposing mal, ein Abo da am besten, dann seid ihr auch auf dem Laufenden, falls ihr es jetzt nicht gesehen habt oder ihr es nicht bei mir guckt oder was auch immer. Ja, also Leute, wirklich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt wieder damit gerechnet, dass Miami Gianni wieder da sitzt und wieder diesen auf langsam macht. Aber nein, Alter, der hat gerade mal gezeigt, Alter, dass er auch wirklich anders kann. Also. Fuck, Alter. Shit, Leute. Okay, krass. Leute, bleibt auf jeden Fall alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.